Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungsmedizin. Heute freue ich mich auf Karl Müller. Er ist Diplom-Ingenieur und Bewegungswissenschaftler, aber vor allem ein unglaublich innovativer Mann. Er hat mit seinen Entwicklungen weltweit Menschen, die an Erkrankungen und Störungen des Bewegungsapparats leiden, geholfen. Und heute darf ich mit ihm darüber sprechen, weshalb er von Operationen abrät bei Arthrose-Schmerzen. Und natürlich auch, was es für Alternativen gibt. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Karl. Hallo, Silvia. Sehr schön bist du heute bei uns. Und das ist ein Thema, das mir immer wieder begegnet. Ich habe so viele Menschen, die sagen, ich muss jetzt operieren. Und dann erzählen sie, nachher fängt es auf dieser Seite an oder es geht nicht gut. Ich kenne kaum jemanden, der dann sagt, ja, jetzt ist es wirklich besser sogar oder gut, oder? Ja, das begegnet mir ebenso häufig, fast täglich, wenn ich jemanden treffe, so ab 60 oder wie in meinem Alter ab 70, gibt es kaum jemanden, der nicht Schmerzen am Bewegungsapparat hat, am Rücken, an den Hüften, Knien, Füßen, wo auch immer. Es tut weh, dann geht man zum Arzt, zuerst mal zum Hausarzt. Und der Hausarzt, der empfiehlt einem dann einen Spezialisten, einen Orthopäden. Und dann ist man bereits in der Mühle drin. Weil ich denke schon, dass da ein gewisses Interesse vorhanden ist, halt zu operieren. Weil wenn man die Szene ein bisschen näher kennt, dann weiß man, ich habe letztes Jahr so und so viele Knie gemacht. So reden die. Und man hat dann für dieses Jahr wieder ein Budget und muss einfach diese Knie machen. Und es gibt da so gewisse Redewendungen, die verwendet werden. Also die Redewendung des Patienten ist, ich muss halt operieren. Und die Redewendung des Arztes, des operierenden Orthopäden, die lautet, ja, bei Ihnen läuft jetzt halt schon Knochen auf Knochen. Da ist Zeit, dass man das ersetzt. Man redet so wie bei einem Auto mit einem Ersatzteil. Und das ist einfach nicht wahr. Schlichtweg nicht wahr. Für mich ist das auch immer ein bisschen Unverständnis, weil das wären ja Spezialisten für das ganze System und die müssen ja die Zusammenhänge auch sehen, oder? Die meisten sehen sie nicht, wollen sie nicht sehen, weil jeder Patient, jeder Kunde zählt und gibt Umsatz. Jetzt bin ich ein bisschen böse, aber ich weiß aus dieser Szene, da ist natürlich auch massiver Druck, dass operiert wird. Und viele operierenden Orthopäden, die kennen die Zusammenhänge nicht so wie ein konservativ denkender Sportarzt. Die befassen sich mehr mit den ganzen Faszienketten, wie das ganze System, Neuromyofaszien, Bänder, Muskel, Sehnen, wie das zusammenhängt, wie die Bewegung eben sein müsste, damit solche Dinge gar nicht passieren oder dass, wenn schon Arthrose vorhanden ist, wobei eben Arthrose ist mehr aus meiner Sicht ein Angstbegriff als wirklich etwas Gefährliches. Und es wäre sehr wünschenswert, dass man halt schon vom Hausarzt her gesehen gar nicht zu einem operierenden Orthopäden geschickt würde, sondern zu einem konservativ denkenden Sportarzt, wobei auch dort die denken halt in einer Mühle drin und wenn die Arthrose halt schon einen gewissen Grad erreicht hat, dann geben die auch auf. Und es ist natürlich auch der Wunsch des Patienten, dass der
sagt, ich will diese Schmerzen loswerden, ja, anstatt dass er sich überlegt, warum habe ich das? Also, jetzt klären wir die Menschen mal auf. Weil erstens mal, wir sind ja immer in der Eigenverantwortung für unsere Gesundheit, oder? Und zweitens, dass wir mal verstehen mit dieser Arthrose, oder? Weil das gilt ja auch immer als irreversibel und man hat das Gefühl, dann ist alles wirklich zu spät, es gibt da gar nichts mehr. Und jetzt würde ich wirklich von dir mal gerne wissen, wie siehst du das? Wie würdest du das angehen? Was würdest du jemandem raten, der jetzt genau in dieser Situation ist? Weil die Ärzte, wenn man dann fragt, zum Beispiel mein Bruder, der ist auch so betroffen, die sagen dann oft, ja, es gibt keine Alternative oder man kann es noch ein bisschen hinauszögern, aber wirklich Hoffnung wird da nicht gemacht. Ja, ich kann mal eines vorweg, es ist nicht irreversibel. Es ist reversibel. Mhm. Also Knorpel wächst nach. Ja. Das ist auch so eine Mär, das Knorpel nicht. Das ist so eine Mär, das ist halt so stark abgenützt, da kann man nichts machen. Mhm. Das ist eben einer dieser Taktiken, böse gesagt und gut gesagt, vielleicht wissen Sie es nicht und vielleicht denken Sie wirklich, das ist nichts mehr zu machen. Wobei, dann staune ich dann, dass Sie knorpelreparierende Produkte verkaufen, oder? Okay. Ja, es gibt ja Medikamente, Nahrung für den Knorpel, knorpelaufbauende Mittel und so weiter. Und wenn man im Internet schaut, Knorpel aufbauen, das ist das Internet voll, nicht nur voll Mitteln, sondern auch von Studien, von Untersuchungen, wo ganz klar bewiesen wird, dass Knorpel nachwachsen kann. Der Körper will sich heilen. Ja, und eigentlich ist ja logisch, alles, was noch lebt und in Bewegung ist, im lebendigen Körper, wird ja auch immer wieder erneuert in irgendeiner Weise, oder? Alles im Körper wird erneuert. Wenn man eine Narbe hat, wenn man sich geschnitten hat, dann wächst die auch zusammen. Wenn man einen Knochen gebrochen hat, wenn der Knochen nicht nachwachsen könnte, dann würde der auch nicht sich selber reparieren. Der Knorpel repariert sich selber auch. Der Knorpel wächst wieder auf. Es gibt auch in der Medizin, in der Schulmedizin, den Begriff Faserknorpel. Der Knorpel, der nachwächst, ist nicht genau derselbe, wie wenn bei einer extremen Narbe sieht man dann auch noch die Narbe. Das ist so ein bisschen wie ein narbiger Knochen, Knorpel. Aber der wächst nach. Der Körper will sich heilen. Wenn man zum Beispiel, es gibt ja diese Operationen, wo man die Beine verlängert. Gerade in Asien, wo ich 20 Jahre gelebt habe, ist das gang und gäbe. Da haben die Asiaten haben ja kürzere Beine und die jungen Frauen möchten gerne dann halt längere Beine haben. Und die machen das bis zu 10 cm in zwei, dreimal. Dann schneidet man den Knochen durch und dann gibt es extern so ein Schraubprinzip. Das ist, die leiden dann monatelang. Ja. Und dann macht man so einen Abstand vom Knochen, so ein Drittel Millimeter pro Tag, zieht man den Knochen immer wieder auseinander und der springt dann vom unteren Teil auf den oberen Teil und wächst so ganz langsam, wächst der Knochen nach. Okay. Bei Osteoporose sagt man ja auch, oder weiß man, dass man Trampolin springen soll. Wenn man den Knochen belastet, dann wächst er nach. Ja, das ist auch so ein Thema, wo gerade Frauen immer so viel Angst gemacht wird und dann mit Hormonersatz und weiß ich was alles, was dann unglaublich viele Nebenwirkungen hat. Auch da ist regenerierbar. Genau. Ja. Also Osteoporose kommt ja von zu viel Zuckerkonsum. Das ist der Hauptzerstörer. Und auch gewisse Medikamente, die als Nebeneffekt eben Osteoporose bewirken. Zum Beispiel Magenblocker ist auch sowas. Weil der Magen blockt dann natürlich auch die Mineralstoffe und die Vitamine teilweise und dann fehlt das im Körper und dann entsteht Osteoporose. Und der Knochen braucht und der Knorpel auch, die brauchen eigentlich zwei unterschiedliche Nahrungsmittel. Das eine ist diese elastisch federnde Bewegung, also die Belastung. Das wurde zuerst mal
1892 durch Professor Dr. Wolf mit zwei F, kann man im Internet nachschauen, das Wolffsche Gesetz. Okay. Das hat gezeigt, dass wenn man den Knochen belastet, dann wird er stärker. Mhm. Wenn man ihn nicht braucht, wird er schwächer. Es entsteht Osteoporose. Und das andere sind Vitamin C, Vitamin K2 und verschiedene. Da bin ich jetzt also nicht der Fachmann. Vitamin D auch und so. Vitamin D braucht sowieso, ja. D3 braucht sowieso immer. Ja, ja. Und genau, verschiedene Vitamine, also Nahrungsmittel wirklich, mhm. Mineralstoffe und Vitamine. Und das andere, was nicht weniger wichtig ist, im Gegenteil, ist noch wichtiger, ist die physische Belastung, ja, des Knochens. Und genau dasselbe gilt beim Knorpel. Ja. Und da müsste man sich zuerst fragen, woher kommt das nicht? Doktor, mach mich gesund. Ja. Der wahre Doktor ist der Körper selber, der will sich selber heilen. Absolut, weil ich sehe ja, wie wir zum Teil unseren Körper wirklich misslich behandeln und er macht immer noch alles Mögliche, Unmögliche möglich. Also da läuft ja, das ist ja ein Wunderwerk. Aber jetzt mal zurück, eben wenn jemand, ich glaube, er hat viele Menschen, die haben jetzt vielleicht diese Diagnose, der Arzt sagt, sie müssen jetzt operieren. Was wäre für dich der allererste Schritt? Der erste Schritt ist ja der Schmerz, den man spürt. Ja. Und der Schmerz ist grundsätzlich ein Warnsignal. Aber ich meine, wenn jemand quasi die Diagnose hat und man sagt, du brauchst ein Gelenk, was würdest du dann machen, weil wenn jemand sich nicht gut auskennt, was wäre das Allererste, wo sollte man sich hinwenden, was sollte man als Erstes tun? Man kann natürlich die Kribun-Webseite anschauen. Ja, okay. Also zuerst mal keine Angst haben. Mhm. Ich hatte ja mal die Diagnose Krebs. Mhm. Und ich glaube, wenn man die bekommt und Angst hat, dann verschnellert das Ganze gerade noch. Ja, ja. Und auch wenn man jetzt die Diagnose Arthrose bekommen würde, mhm, dann würde ich mich fragen, was muss ich ändern? Ja. Weil jeder Schmerz ist ein Warnsignal, der mir sagt, irgendwas muss ich ändern. Jetzt habe ich keine Ahnung, oder, wohin ich gehen soll. Dann würde ich mal sicher nicht zu einem operierenden Arzt gehen, sondern zu einem konservativen Sportarzt. Mhm. Oder zum Physiotherapeuten. Der Physiotherapeut muss es eigentlich auch wissen. Ja. Sehr oft ist die Ursache Degeneration. Mhm. Immer die gleiche Bewegung. Immer Stiefel tragen oder immer auf hartem, flachen Boden gehen. Mhm. Immer die gleiche Belastung. Und Übergewicht spielt natürlich wahrscheinlich auch eine Rolle oder untergeordnet? Übergewicht spielt eine untergeordnete Rolle, mhm, als die falsche Bewegung. Okay. Also viel Sitzen ist ein sehr großes Problem auch. Mhm. Weil es, vielleicht können wir mal diese Folie anschauen, weil das Sitzen die Hüftbeuger- und Iliopsoas-Muskulatur verkürzt, mhm, dann komme ich schon mal so beim Gehen in eine sitzende Haltung. Man sieht dieses Skelett auf der rechten Seite. Mhm, es gibt eins links und eins rechts, oder? Und wenn man monotone Bewegungen sind, mhm, grundsätzlich schlecht für den Körper. Mhm. Schuhe auf harten Böden, man sieht das unten in der Mitte, mhm, die provozieren eine monotone Belastung. Mhm. Der Fuß wird schwächer, weil wir in Schuhen auf harten, flachen Böden gehen. Entsteht im Laufe der Zeit, ab 50, 60, so wie ein Klappfuß. Man sieht, der Fuß, der klappt einfach nach unten. Mhm. Man kann das beim Skelett auch sehr gut beobachten. Ja. Dass der Fuß nach unten klappt. Auf der linken Seite, der rollt kräftig ab. Das wird, dieses kräftige Abrollen, wird durch die Schienbein-Wadenmuskulatur, mhm, man nennt das auch den Steigbügeleffekt in der Physiotherapie. Mhm. Dieser Steigbügeleffekt, wenn der noch funktioniert, dann rollt der Fuß sauber ab, mhm. Und durch das Abrollen richtet sich der Körper auf. Jetzt, wenn das aber schon so ist wie beim rechten Skelett,
dann muss man sich überlegen, wie komme ich aus dieser Spur heraus, aus diesem Klappfuß, Fallen lassen des Fußes. Während dem Fallen lassen des Fußes gibt es einen Schlag in die Knie. Man sieht dort die rote Markierung beim Knie. Das ist ein unglaublicher Schlag bei jedem Schritt. Links wird das sauber aufgefangen durch die Muskulatur, die wie ein Stoßdämpfer wirkt. Und der Körper wird dann aufgerichtet. Es gibt ganz eine andere Bewegung. Ja. Und da muss man an der Veränderung der Haltung, an der Veränderung des Bewegungsablaufs. Wenn man das macht, ich weiß aus Tausenden und Zehntausenden von Kunden, die uns das auch zurückgemeldet haben, die ich selber gesehen habe, die ich selber betreut habe, das funktioniert praktisch immer. In 10 Minuten sind die Knieschmerzen meistens weg. Ja, das sind aber tolle, tolle Aussagen. Ich kann hier noch eine, wie man sieht, wie schnell das geht, bei diesem Mann, ein Minister, der uns von uns gehört hat, aus den Philippinen, er ist so gekommen, wie auf der linken Seite ist er gegangen. Oh, okay. Eine Minute später ist er so gegangen, wie auf der rechten Seite. Eine Minute später. Einfach mit anderen Schuhen, oder? Beides mal in Socken, ja. Eines mal auf dem harten Boden, das ist er sich ja gewohnt, auf dem harten Boden. Da ist dieses alte Gangmuster und dort geht er auf einer Matte, die ist 6 cm dick und die federt zurück, sehr stark. Das hat schon alles verändert? Nur das. Wow. Wenn ich zwischen dem Boden und den Füßen etwas Weich-Elastisches rein tue, dann verändert sich alles. Wow. Man ändert ja das Fundament. Jetzt muss plötzlich, weil es ja federt, zurückfedert, weil es instabil ist, muss der Körper plötzlich arbeiten. Die Neuromyofaszien, also die ganze Muskelfaszienkette, die wird aktiv, es wird wie ein Lichtschalter eingeschaltet, wird aktiv und der ganze Bewegungsablauf läuft anders. Das ist sehr eindrücklich, weil eben im Bild vorher, wie du mit der ältere Herr so nach vorne gebückt, das sieht man wirklich sehr, sehr, sehr oft als Gang bei den älteren Menschen. Und wäre es dann auch so, dass wenn jemand wirklich schon betagter ist, könnte man da auch nochmals umstellen oder wäre das dann fürs System schon fast ein bisschen schwierig, oder? Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, dass man, oder jetzt reden wir von der Alternative zum Operieren. Ja, genau. Also wenn ich ständig, wie bei diesem älteren Herr, wo man beim Knie gesehen hat, wie das jedes Mal schlägt, dass er kommt nicht aus diesem Muster raus. Und wenn es immer schlägt, dann, und er so weitermacht, dann gibt es wirklich keine Alternative. Ja. Operieren, denkt man, ist eine, aber das ist ein künstliches Kniegelenk. Aber das ruft die nächste Operation hervor. Ja. Und es macht unbeweglich. Also ein künstliches Kniegelenk nimmt in den meisten Fällen die Schmerzen dort an diesem Knie. Aber man kann nicht mehr auf dem Boden knien. Ja. Es geht nicht mehr. Und irgendwann kommt das Nächste. Also es ist nicht eine echte Alternative, sondern halt, wenn man in einer Sackgasse ist und nichts mehr geht und der Arzt sagt noch, jetzt ist höchste Zeit, ein Ersatzteil da einzubauen. Und dann glaubt man das. Ja. Man möchte den Schmerz loswerden. Dann sieht man keine Alternative. Die Alternative wäre, den Gang umzustellen. Ja. Also da gehen wir noch ein bisschen mehr rein. Also hast du auch Menschen jetzt gehabt, ganz konkret, die wirklich so eine Arthrose zum Beispiel im Kniegelenk hatten, wo wirklich der Arzt gesagt hat, jetzt muss man oder sollte man dringend operieren und die mit der Umstellung eben mit den Schuhen und mit der Umstellung des Gangs wirklich schmerzfrei wurden? Tausende und Zehntausende. Okay, aber das ist ja ein Skandal, dass man das nicht weiß. Aber zum Glück besprechen wir das nochmal. Ja, oder? Ein Punkt ist natürlich, dass der Arzt, der Gott in Weiß, halt schon immer noch eine recht große Macht hat. Auch Kollegen in meinem Umfeld, im Turnverein, bei der Männerriege,
die sagen, die glauben eher dem Arzt als mir, obwohl zwei, drei, vier, fünf andere bereits gute Erfahrungen gemacht haben. Und letzte hatte ich einen ganz, ganz bekannten Promi bei mir. Der ist 3 Minuten war der schmerzfrei, ist wieder gejoggt, konnte nicht mehr joggen und hat gesagt, warum habe ich das nicht gewusst? Ja. Ich staune immer wieder. Ja. Und wir sind schon meistens die letzte, die Notlösung. Ja. Jetzt nicht mehr, jetzt verbreiten wir das noch mehr. Weil ich finde, das sollte man einfach wissen. Und weißt du, wie viel Risiko, wie viel Geld, alles kann man da sich ersparen, wenn man wirklich diesen Weg geht. Und eben unser System unterstützt und nicht nochmals einen Eingriff, dass das System auch belastet. Ja, es sind ja 20% unseres Gesundheitswesens. Das sind etwa 20% sind 16 Milliarden Schweizer Franken, die für orthopädische Operationen ausgegeben. Aus meiner Sicht mit absolut größte Anteil dieser Kosten ist nicht nur für die Katz, sondern sogar körperschädigend, weil es die nächsten Operationen hervorruft. Okay. Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen böse, aber ich meine das nicht böse mit irgendwelchen Menschen, sondern dieses System ist wirklich schlecht, schlimm für die Menschen. Ja. Schön, dass du das, den Mut hast, das so klar zu benennen und eben, dass wir wirklich, ich kann es nur noch mal sagen, auch aufgerufen sind, in die Eigenverantwortung zu kommen. Also, jemand hat jetzt so ein Problem, oder? Und dann eben könnte man jetzt sich beraten lassen, den Gang umstellen. Was würdest du noch sagen? Ernährung ist schon auch noch ein wichtiges Thema, zu schauen, wie ernähre ich mich überhaupt und wie gehe ich mit meinem Körper um? Oder das wäre mir jetzt noch so ein Thema, das ich denke, wäre auch eben anzuschauen. Also das eine ist die Ernährung, die eine große Rolle spielt, aber der Wechsel der Bewegung macht wahrscheinlich 80 bis 90% aus. Ja. Und das ist jetzt eine Fantasiezahl, oder? Aber seit 25 Jahren arbeite ich in dem Gebiet und die Ernährung vielleicht noch 10-20%. Ja. Das ist das eine. Das andere, die Umstellung, hast du kurz angesprochen vorher. Ja. Oder die Umstellung ist auch, es geht dann mal schnell, wenn man richtig instruiert wird, wie man auf diesem, hier sieht man ja das oben rechts, diese Füße bewegen sich völlig anders. Man geht nicht mehr auf einem stabilen, sicheren, harten Boden, sondern plötzlich auf etwas, das zurückfedert, wie ein kleines Trampolin. Und da muss man schon richtig instruiert werden, dann sollte man nicht zu viel, nicht zu wenig, sehr regelmäßig das üben. Das ist ein kleiner Knackpunkt, der bei 10-20% Menschen eine recht große Herausforderung ist, dieser Wechsel der Bewegung und das andere, die Ernährungsumstellung. Und wenn man jetzt eine Bewegung gefunden hat für eine andere Kniestellung, die nicht mehr wehtut, damit der Knorpel auch nachwachsen kann, muss das Milieu, in dem sich diese Flüssigkeiten, diese Faszienflüssigkeit, diese Körperflüssigkeiten im Bereich des Knies, die brauchen eine alkalische, oder dieser Knorpel braucht ein alkalisches Umfeld. Okay. Wenn der sich in saurem Umfeld bewegt, dann kann der weniger gut nachwachsen und eben die richtigen Mineralstoffe und Vitamine, dann kann der weniger nachwachsen als wenn er und wächst schneller und besser, wenn er im alkalischen Umfeld ist. Es gilt eigentlich genau das Gleiche wie bei der Osteoporose. Ja. Also es braucht beides. Ja. Also konkret, das alkalische Umfeld wird heißen, dass wir schauen, dass wir nicht, dass wir basenüberschüssiger uns ernähren und nicht übersäuern, Zucker, so könnte man das mal vielleicht sagen, oder? Genau, eigentlich ist der Sauerstoff, der Körper und die Zellen brauchen Sauerstoff, damit sie wachsen können. Sauerstoffmangel ist ja auch eigentlich die Hauptursache von Krebs. Das ist zwar nur am Rande, weil ich hatte Krebs und bin das alleine mit der Ernährung losgeworden, habe gar nichts gemacht, außer der Ernährung radikal umgestellt, eineinhalb Jahre. Und meine beiden Krebse sind verschwunden.
da habe ich mal eine Sendung gemacht. Ja. Und ich bin voll und ganz überzeugt von probiotischer Ernährung. Also ich produziere selber gesäuertes Gemüse, also Sauerkraut. Und ich aus allem Gemüse, das ich selber als Selbstversorger anbaue, das fermentiere ich. Und ich bin ein riesiger Fan von fermentiertem Gemüse. Und das gibt eine bessere Kultur, Bakterienkultur im Darm. Und diese ist dafür zuständig, dass genügend Sauerstoff ins Blut kommt. Und das bin ich felsenfest überzeugt. Das ist nicht nur gut gegen Krebs oder Rheuma, sondern halt auch für den Knorpelaufbau. Ja. Und überhaupt, weil wir Bakterien sind ja ein Teil unserer Lebensgrundlage. Und wenn man da wirklich weiß, was das für uns bedeutet, dann ja, ist das, glaube ich, schon sehr... Wir bestehen aus sehr vielen Bakterien. Ja, das ist so. Genau. Wir bekämpfen die meist nur, gell? Ja, durch Antibiotika, ja. Leider. Ja. Ja, genau. Und was ich noch wissen möchte, weil jetzt hast du so viel nachweislich Erfolg. Hast du auch Ärzte, die da sagen, ja, okay, ich bin jetzt offen, ich sehe das? Oder ist da wirklich noch eine gewisse Zurückhaltung oder Ablehnung? Ja, bei den operierenden Orthopäden ist natürlich Ablehnung total. Ich bin überzeugt, dass das natürlich auch aus finanziellen Gründen der Fall ist. Vielleicht wissen sie es gar nicht oder wollen es nicht wissen. Ja. Dann bei konservativ arbeitenden Ärzten ist das bekannt. Ja. Am allermeisten stößt man auf positive Resonanz bei Schulmedizinern, die sich dann mit Naturmedizin befassen. Ja. Die wissen das und die arbeiten auch so. Ja. Unsere Schuhe sind nur ein Hilfsmittel, diese Trampolinschuhe, die sind nur ein Hilfsmittel, um die Bewegung ändern zu können. Mhm. Wenn man das Internet anschaut, in der Alternativmedizin oder auch Studien gibt es, dass Knorpel nachwächst, das bestreitet kaum mehr jemand. Aber es wird halt nicht proaktiv dem Patienten gesagt, weil ja, andere Interessen halt auch im Spiel sind. Ja. Das ist immer das, was mich auch wirklich erschüttert. Es gibt über so viele Dinge schon wissenschaftliche Studien, schon seit 10, 15 Jahren. Und es kommt einfach noch nicht bei den Menschen an. Und umso schöner finde ich es, dass es wirklich Menschen wie dich gibt, die das auch wirklich auf sich nehmen, auch gegen Widerstand, da wirklich auch aufzuklären. Und ich finde einfach, wenn jeder Mensch weiß, was er für Möglichkeiten hat, dann kann er sich auch entscheiden. Und wenn man es gar nicht weiß, dann macht man vielleicht etwas, auch aus Angst, wenn man gedrängt wird, wenn man dann sagt, ja, wenn Sie das nicht machen, dann ist so und so und Schmerzen natürlich. Und da wird man oft in etwas gedrängt und umso schöner finde ich, wenn wir hier das auch aufklären dürfen, andere Sichtweisen zeigen. Und begleitet ihr die Menschen dann auch, wenn sie jetzt, sagen wir, Probleme gibt mit der Anpassung oder mit der Umstellung? Also was wir machen, wir vermieten Schuhe. Ah, okay, ja, das ist auch sehr gut. Operationen kann man nicht ausprobieren. Ja, ja. Und dann gibt es schon solche Menschen, die sagen, von 10 vielleicht einer oder vielleicht sogar zwei, die sagen, das ist mir zu mühsam, bei mir funktioniert es nicht. Die stehen dann schnell rein und nach 3 Schritten wieder, oh nein, das ist mir zu unangenehm. Ja. Und dann hat man es mindestens ausprobiert, dann hat man sich ganz bewusst dagegen entschieden. Ja. Aber 8 bis 9 von 10, die sagen wow. Und die können es dann nach Hause nehmen, 2, 3 Wochen oder man kann es noch mal 2 Wochen dazu mieten für 30 Franken. Das kostet nur 30 Franken. Ja. Und dann hat man die Möglichkeit zu schauen, ist das was für mich? Und ich denke schon, dass man Alternativen brauchen würde, auch in der Medizin. Und absolut. Wenn jemand mit Arthrose zum Arzt kommt, dann denkt er, ja, jetzt gibt es nur eins, operieren. Ja.
Also ich glaube, da spricht ja wirklich gar nichts dagegen, wenn man auch noch ein bisschen skeptisch ist, dass man sagt, ich probiere das mal aus. Eben wie du sagst, da hat man nichts zu verlieren. Genau. Und ja. Also, lieber Karl, es hat mich sehr inspiriert. Ich habe dich ja schon gekannt und habe schon andere Sendungen mit dir gesehen und ich habe da schon gedacht, ja, genau, das ist es. Weil wir sind so von der Natur weg, wie wir uns bewegen, oder? In der Natur würden wir ja über Stock und Stein und barfuß, eigentlich ursprünglich wären wir da so gedacht, oder? Dann hätten wir auch keine Arthrose. Ja, genau, genau. Und da wir ja nicht mehr so die Möglichkeit haben oder vielleicht auch die Böden nicht sich so anbieten, überall barfuß zu gehen, finde ich das eine wunderbare Möglichkeit. Danke, dass du da das erschaffen hast, also dass du diese Idee, diese Gabe hattest, das zu dem zu kommen. Danke, Silvia. Schön warst du da. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank. Ich hoffe, es geht Ihnen wie mir. Ich bin ganz inspiriert und für mich ist das so einleuchtend, dass wir einfach nur unserem Körper, unserem System, unserem Bewegungsapparat wieder die Natürlichkeit zurückgeben und der Rest macht ja der Körper, heilt sich selber. Ich hoffe auf ein anderes Mal. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.